Jo, da wären wir wieder. Und ich habe es einfach mal gemacht. Ich habe jetzt alles gepatcht. Wir sind in der Factorio-Version, die man gar nicht sehen kann, außer ich oben im Monitor. Version 0.11.22. Sollte die neueste sein. Wobei ich komischerweise keinen Tab mehr gesehen habe für experimentelle Versionen beim Download. Also bin ich mir da nicht ganz sicher. Aber es sollte soweit stabil sein. Dann habe ich DiTeC installiert. Und zwar 1.1.3, 1.0.3, 1.0.1 und 1.0.2. Es gab noch ein DiTeC-Submod, der nannte sich Dynamic. Und da habe ich so einen leichten Anfall bekommen, als ich den gesehen habe. Und dann dachte ich mir, ach nö, den lässt du mal weg. Weil Dynamic hatte er schon, glaube ich, zweimal versucht einzufügen in seinen Mod. Und es war jedes Mal absolutes Chaos, total nervig zu spielen und nee. Das tue ich mir nicht an. Wenn das irgendwann mal ausgereift ist, gerne, aber jetzt lasse ich das weg. Dann habe ich den Tree Farm Mod in der neuesten Version reingepappt. Ich musste beide Versionen nehmen, sonst hätte ich meine Tree Farm oben nicht mehr gehabt. Ich hoffe, das ist soweit auch alles kompatibel. Und dann noch den Landfill Mod. Und das war's. Das heißt, jetzt gucken wir erstmal, ob das soweit klappt. Und ob die Speicherstände alle da sind. Oh, was haben wir da? Time Display ist nicht drin. Ja, das habe ich vergessen. Und Fluid Barrel. Ja, das kann auch ruhig draußen bleiben. Okay, das heißt, wir haben erstmal keine Zeitanzeige. Das füge ich dann später nach. Das ist okay. Load. Und es ist nicht gecrashed. Außer, dass da hinten ist eine Crash-Anzeige. Close. Migrated Content. Changed Items. Landfill 8x8. Wurde zu Landfill 4x4 zwei Stück. Das klingt okay. Scheint sowas alles okay zu sein. Also das Wichtigste zuerst. Haben wir Topaztürme? Ja, haben wir. Warum machst du ein Autosave? Oh, das wurde sogar diesmal angezeigt, der Autosave. Sonst hat es immer nur so geruckelt. Das scheint auch neu zu sein. Okay, also wir haben Verteidigung. Wir haben... Was? Was? Wir haben wesentlich höheren Stromverbrauch, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Und die Solarpanels machen nichts, was? Achso, wir haben es wahrscheinlich gerade Nacht. Ja, alles außer Strom. Oh, ich liebe es, wenn ich Updates mache in diesem. Okay, wir müssen erstmal alles, was viel Strom frisst, ausmachen. Das wäre. Türme wahrscheinlich, ja. Schmelzöfen brauchen wir eigentlich. Okay, warte mal. So. Schmelzöfen gehen runter, ist okay. Roboporste brauchen anscheinend jetzt richtig viel Strom. Und wir kommen da absolut nicht hinterher. Aber warum geht der Akku da nicht runter? Also irgendwas wurde hier gedreht. Ich Blinkt irgendwas rot? Nur die Türme blinken rot. Der Rest arbeitet und hat auch voll Strom. Was? Und die Performance ist nicht mehr voll ausgelastet. Okay, ich hätte vielleicht nicht die ganze Sache abreißen sollen. Aber ich war verwirrt. Okay, setz die mal dahin, aber komplett ohne Speed-Module. Und wir packen da jetzt erstmal nur grüne Sachen rein. So. Das Autosave kommt ein bisschen häufig, das sollte ich mal ausstellen. So. Okay. Ja, die eiern hier alle nur so auf halber Performance rum. Warum habt ihr denn keinen Strom? Weil keine Gegner da sind zum Schießen, oder? Mach die mal kurz weg und setz die mal neu hin. Nee. Tauchen die überhaupt auf? Nee. Also irgendwas ist mit den normalen Türmen falsch. Da, Laser Turret. Silver Ruby Laser Turret. Oh. Es gibt kein Bronze Laser Turret.
Nimm die mal alle weg. Ich glaube, da ist irgendwas verpackt. Das heißt, wir haben jetzt keinerlei Nahkampfverteidigung. Also sobald sie richtig nah rankommen. Aber wenn ich sie so setze, ist das wieder Bronze-Laser-Turrets. Also das Tooltip ist dann irgendwie komisch. Das konnte ich jetzt echt nicht gebrauchen. Aber wir müssten eigentlich genug Dingenstürme haben, dass das hinhaut. Baut das mal. Okay, trotzdem weiter im Text gucken, ob alles soweit läuft. Die Züge stehen still, aber das kann gerade die Entladephase sein. Wir haben immer noch viel Eisen im System, wir haben immer noch viel Kupfer, der Zug fährt los, grüne Chips sind da, kaum rote Chips sind da, aber das kann andere Gründe haben. Das läuft. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, weil ich gerade ein bisschen Schiss habe, dass wir Stromprobleme bekommen, ich werde einen Akkupark machen. Also hier hatten wir ja schon unseren Solarpark, aber ich mache dann daneben nochmal einen Block und das muss ich unbedingt aufstellen. Und nicht Grafik. Da. Alle 15 Minuten oder so. Resume. Genau, wir haben hier unseren Solarpark und daneben mache ich jetzt einen kompletten Block mit Capacitors. Damit, falls wir mal Stromprobleme haben, dass wir genug Capacitors haben, um die komplette Nacht durchzuhalten. Was ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber hey, mal gucken. Das Ding ja, nee, erstmal nicht. So, das Erz sieht wieder ein bisschen anders aus, wenn ich mich nicht irre. Und es wird bestimmt tierisch viele kleine Änderungen geben, die mir erst wesentlich später auffallen werden, wenn es zu spät ist. Aber trotzdem war es, glaube ich, eine gute Sache, gepatcht zu haben. Bin halt zu neugierig, was da noch so kommt. Vor allem, was die Forschung angeht. Was bist du? Coal Processing. Okay. Okay. beim Tree Farm Mod ist wohl einiges dazu gekommen. Zellulose, Methan. Ja. Okay. Toolbelt 2. That's the second quick bar. Oh, das ist sehr schön. Das gab es in der letzten Staffel von Ditech, also vor der 1.0er Version. Da gab es davon mehrere Updates und anscheinend sind die jetzt wieder eingefügt worden. Ja, sauber. Kostet aber eben mal 5 Multiplikator, das heißt, es ist recht schwierig zu forschen. Und ist teuer. Aber ja, das ist schick. Dann sagte mir, ich habe angeblich die noch nicht erforscht, das kann auch gut sein. Speed, genau, Speed ist hier noch recht häufig. 4500! ja. Tragkapazität kann man auch noch wesentlich öfter steigern. Das ist krank. Zentrifuge? Was macht eine Zentrifuge? Oh, ist das Ditech. Oh nein. Ich erinnere mich an diverse Zentrifugen, die wir aufbauen mussten wegen der Flüssiggeschichte. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht wieder gezwungen, die Flüssiggeschichte anzufangen. Ich habe mich gerade davon abgehalten, ne, das weiter auszubauen. Laser Turret Shooting Speed kann ich noch ein paar Mal erhöhen. Laser Turret Damage auch. Sogar noch richtig häufig. Wow. Ja. Ich brauche immer nur noch einen Turm, kann das sein? Aber wir sind gerade bei dem Drill dabei und den werde ich auch nicht abbrechen. Aber es ist kein neuer Drill da, das ist schon mal beruhigend. Gut. Es scheint soweit alles okay zu sein. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um das, was ich am Ende der letzten Folge gesagt habe. Nämlich hier nach dem Rechten zu schauen. Auch wenn hier nicht mehr wirklich viel ist. Du kannst ruhig alles darauf legen. So. Genau, dann kommt da jetzt mal ein bisschen Speed rein. Und auch das Erz sieht wieder anders aus. Ja, das ist das dreckige Erz. Dirty Iron Ore. Oh, du lässt dich aber einschmelzen, oder? Bitte sag mir, dass man sich einschmelzen kann. Oh, und wir müssen die Roboter alle umstellen. Also die Kisten alle umstellen. Dass sie nicht mehr sauberes Eisenerz haben wollen, sondern dreckiges. Ja.
Inventar ist voll, okay. Schmeiß mal bitte Zeug hier rein, das dann zu Hause wegsortiert wird. Das. So. Leichen. Auch. So, fürs Erste. Genau. Bau bitte die Dinger da. Robo-Anschluss mache ich noch nicht, weil hier noch genug Eisen ist. Warte mal, mach mal hier einen Splitter direkt dahin. Ja, so geht das nicht. Ja, warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Mach mal so. Du kannst weg. So. Da. So. Jetzt befütterst du komplett den oberen Teil des Zuges. Du machst hier alles voll. Mhm. Auch wenn es eigentlich direkt ran müsste, aber es klappt leider nicht so. Ah, 4000, es hält noch ein bisschen. Ja, das heißt, er pendelt jetzt eine Weile hin und her mit so halber Ladung immer, wenn überhaupt. Aber das ist dann halt so. Ich hab hier schon mal wieder dich hin. Und hier dich hin, dass wir hier eine Verbindung haben. Weg sind sie. Und dann später hier alles schnell abreißen können. Lass mich durch. Gut, also das läuft auch noch eine Weile. Was wollte ich noch? Ich wollte die Verbindung machen zu dem anderen Außenposten. Ich muss mal kurz nach der Forschung gucken. Irgendwie sieht das sehr langsam aus da. Forschung? Forschung war da. Ja, soweit alles okay. Was sagen die Kisten? Haben alles, was sie brauchen. Ja, was sagen die Tränke? Viel. Okay. Dann schnappe ich mir jetzt die Giftkapseln. So. Mach den Wald weg, sammle die Dinger da ein und dann passt das schon irgendwie. Achso, ah, genau, die Kisten. Das sollte ich machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Hier runtergehen. Ja, wir haben nämlich alles zugemüllt, gerade mit Eisen. Oh, warte. Dirty Iron Ore. Oh, sehr schön. Das ist doch mal ein Service. Also er hat es anscheinend so programmiert, dass alle Requester-Chests, die vorher Eisenerz angefordert haben, jetzt dreckiges Eisenerz angefordert haben oder anfordern werden. Warum tragt ihr Eisenplatten? Komisch. Nee, macht er schon, Jungs. Ja, ignorieren. Ist das hier genauso? Also du stellst gerade Dirty Copper Ore her. Wir hatten hier irgendwo auch Schmelzöfen, die... Genau hier. Auch Dirty Copper Ore. Ja, er wird einfach die ID ersetzt haben. Das ist sehr gut von ihm. Ja, okay. Genau, Alien-Artefakte einsammeln. Bäume zerstören und Schienen bauen. Das ist der Plan. Guter Plan. Da. Und flop. So. Achso, und Wasser weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wesentlich mehr Lentil hatte. Ah, da. Dann bau... Keine neuen Türme. Neue Waffen? Ne, bisher auch nicht. Guck mal, ob irgendwas sehr auffällig Neues dazu reingekommen ist. Nee. Oh, bist du immer noch so gut wie vorher? 15, 10, 7,5. Ja, immer noch das Beste. Ja, Pumpen habe ich bisher noch gar nicht gebraucht. Ich hoffe, da hat er nichts gedreht. Nö, scheint soweit okay zu sein. Gut. Water Be Gone wollte ich bauen, richtig. Bau Water Be Gone.
Weg damit. Mach bitte das da weg. Und das da weg. Nicht aus Versehen da drauf drücken. Das da weg. So, haben wir noch Ramschreste irgendwo? Da. Boing, boing, boing. Überall Leichen. Ach du Kacke. Nimm, 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 da. Aber es ist echt schön, wie sauber das gelaufen ist. Also ich hatte, als die ganzen neuen Versionen nach und nach eingetrudelt sind, solche Horror-Stories gehört. Wegen Updaten und Patchen und Problemen und was weiß ich. Aber da ich jetzt so lange gewartet habe und das alles stabilisiert wurde durch diverse Bugfixes und Patches, ist das jetzt super gelaufen. Also war anscheinend genau die richtige Entscheidung, das so zu machen. Da. Du, geh mal da lang. Mach mal hier eine Kurve. Ja, wir können jetzt auch theoretisch schräg weiterbauen, ne? Ja. Ja, könnten wir, aber das fühlt sich irgendwie komisch an. Ja. Tut es. Aber es klappt. Macht das hier weg. Und müsste für die Bahn wesentlich besser sein, weil halt nicht so eine scharfe Kurve da ist. Also nicht so eine lange Kurve und dadurch weniger Geschwindigkeit verloren geht. Und ne, so schneller das Ding ist, desto besser. Oh, und wir müssen die ganzen Leichen nicht mehr aufheben. Oh, bau bitte. Da, bau. Zeug, Dinge. Schnell. Wir müssen keine Leichen mehr aufheben. Wenn jetzt irgendeine Leiche unter den zukünftigen Schienen ist, dann wird die automatisch aufgehoben. Das war bis vor kurzem nicht so. Das war ziemlich lästig. Oh ja, Waffen. Waffen sollte ich bei Zeiten auch testen. Ob da irgendwas genervt wurde. Zum Beispiel die Combat-Shotgun schwächer oder die Munition oder irgendwas in der Richtung.